Heute ist der internationale CFS-Tag. CFS ist eine Abkürzung und steht für Chronic Fatigue Syndrome, auf Deutsch chronische Erschöpfungssyndrom. Chronisch erschöpft sein, das ist viel mehr als einfach nur müde sein. Man fühlt sich nämlich wie zerschlagen, man hat Muskelschmerzen, wie wenn eine Grippe im Anzug wäre. Und die Symptome, die gehen nach ein paar Tagen nicht einfach vorbei, sondern die können über Monate oder sogar Jahre andauern. In der Schweiz sind etwa 10'000 Leute von CFS betroffen. Einer von ihnen ist der 40-jährige Daniel Heise. Selbst bei schönstem Wetter bleiben die Läden am Schlafzimmer von Daniel Heise lange zu. Für ihn beginnt der Tag gegen 10 Uhr. Der 40-Jährige leidet seit 5 Jahren am chronischen Erschöpfungssyndrom, kurz CFS. Da ist allein schon das Aufstehen eine Riesenanstrengung. Ich bin nicht nur müde, ich bin hundemüde, kaputt und das von morgen früh bis zum Abend spät. Dazu kommen aber viele andere Symptome, zum Beispiel das vegetative Nervensystem, das spinnt. Das heisst, ich habe zum Teil tageweise dann nicht aufs Häuschen. Und etwas verrückt sind natürlich die Schmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen. Dazu kommen ständiges Kopfweh, Halsschmerzen und immer etwas Fieber. Zu Daniel Heises Frühstück gehört deshalb eine ganze Batterie Medikamente, die den Tag etwas erträglicher machen sollen. Das ist für arterielle Durchblutungsstörungen, für den Zellaufbau, reines Testosteron, Vitamin E, für das vegetative Nervensystem, dass das besser geht. Ein Appetitzügler, wie wir durch Trägheit eher zunehmen. Vitamin B-Komplex und das Opiat, das Dramal gegen die Schmerzen. Nach Frühstück und Morgentoilette, das heißt nach etwa einer Stunde Aktivität, ist die Energie schon wieder aufgebraucht. Was andere sich als Erholung an Ferientagen leisten, ist für ihn Alltag. Leider kein Genuss. Nicht jeder Erschöpfungszustand ist jedoch CFS. Wir reden von einem Chronic Fatigue Syndrom, wenn die Erschöpftheit während mindestens 6 Monate angedauert hat und wenn die Erschöpftheit zu einem mindestens 50%igen Ausmaß zu einer Einschränkung im Alltag geführt hat. 10 Jahre seines Berufslebens verbrachte Daniel Heise im Kriegsgebiet Libanon als Entwicklungshelfer. Ja, da auch ganze Strassenzüge von Nahkampf und Artillerie total zerstört. Danach wollte er sich zum Psychiatriepfleger ausbilden lassen. Die Krankheit machte ihm aber vor 5 Jahren von einem Tag auf den anderen einen Strich durch die Rechnung. Heute lebt er von einer IV-Rente. Seine Energie reicht gerade noch aus, um das Sekretariat der CFS-Selbsthilfegruppe zu führen. Das heißt, maximal 4 Stunden Arbeit pro Tag. Da sind auch Haushaltsarbeiten oft zu viel. Sein Partner Adrian Morf macht sich jedoch nichts daraus, diese Pflichten zu übernehmen. Doch angenehm ist Daniel Heise diese Passivität keineswegs. Und es kränkt ihn sehr, wenn er als Simulant abgestempelt wird. Auch sportlich musste er total zurückstecken. Schau, das ist mein Bergrucksack. Steigeisen und Pickel brauche ich leider nicht mehr oder kann ich nicht mehr brauchen. Zumindest im Puffkämmerli habe ich das versorgt. Heute ist sein Puls nach 2 Minuten auf dem Hometrainer auf 160 und die Muskelkrämpfe beginnen. Woher diese kraft- und energiefressende Krankheit kommt, ist immer noch ein Rätsel. Es ist sicher keine Infektionskrankheit und es ist sicher keine psychiatrische Erkrankung, also so einfach ist es nicht. Wir wissen aber, dass es eine familiäre Häufung gibt. Man nimmt auch an, dass eine Schwäche vom Immunsystem könnte vorhanden sein. Und zum Dritten findet man verminderte Stresshormonspiegel im Blut dieser Patienten. Weil die Ursache nicht genau bekannt ist, kann man auch nicht gezielt therapieren. Daniel Heise lässt trotzdem nichts unversucht, um die lästigen Krankheitssymptome zu mildern, wenn auch nur vorübergehend. Wie steht es mit den Heilungschancen? Es ist etwa so, dass nur 10% der Patienten vollständige Erholung werden erfahren. Auf der anderen Seite gibt es noch einen gewissen Prozentsatz von vielleicht 20-30% von allen Patienten, die eine Stabilität herbringen und 10-20%, die eine Verschlechterung werden zeigen im Verlauf. Wer weiß,
Vielleicht gehört Daniel Heise zu den 10%, die die Krankheit eines Tages loswerden. Mehr zum Chronic Fatigue Syndrom und auch Links dazu finden Sie übrigens bei uns auf der Homepage unter www.puls.sfdrs.ch.